Buch. Geht es auf den ersten 100 Seiten um eine Analyse des Status quo, auf den wir jetzt mal gleich kommen, wo ich auch einige Sachen gelernt habe, die wusste ich nicht und ich habe mich viel mit Geld beschäftigt. Und dann die nächsten 200 Seiten, nächsten 100 Seiten geht es darum, wie Sie sagen, wie wir die Welt verändern müssen, damit sie uns nicht um die Ohren fliegen. Das ist das, was Sie beide in diesem Buch ausdrücken. Lassen Sie uns, also lassen Sie mich kurz zusammenfassen, ob ich das Buch richtig verstanden habe. Der Status quo, wenn man, gehen Sie zurück bis ins Mittelalter, es gab wohl mal eine Zeit, da hielt Geld nicht ewig, sondern ein halbes Jahr und dann wurde das eingezogen und damit wurden auch Steuern kassiert, weil das, was eingezogen wurde, wurde nicht wieder ausgegeben. Das war wunderbar und irgendwann haben die Fürsten über ihre Verhältnisse gelebt und haben sich das Geld von den Banken geliehen und haben damit Macht und Souveränität abgegeben. Und dann wurde irgendein verzinstes Geld eingeführt mit Zins und Zinseszins, was sich immer weiter steigert. Und damit sind wir alle unter der Knute, dass wir immer stärker wachsen müssen, um diese Zinsen zu bedienen. Und dann hat sich am Ende abgekoppelt eine Finanzwirtschaft, die mit der realen Wirtschaft überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und nach deren Pfeife wir tanzen müssen. Und wenn jetzt jemand sagt, interessiert mich eigentlich nicht, ich habe keine Schulden, ist es ein Irrtum, weil in allen Waren, die wir haben, versteckt Zinsen drin sind, um das zu bedienen. Der Staat ist die Bank. Und um da wieder rauszukommen, müssen wir das ganze System resetten. Und Sie bieten im zweiten Teil des Buches eben eine Möglichkeit an, die humane Marktwirtschaft, wie man das machen kann. Stichwort fließendes Geld, Geldspeicher. Orientieren sich ein bisschen an dem, was man in Wörgl erlebt hat, ein bisschen. Und dann etwas, was man in der deutschen Rentenkasse sehen konnte. Ist das so richtig zusammengefasst? Ja, schon. Wenn ich nochmal auf diese Geldverrufung zurückkommen darf, weil das ist wirklich ein ganz interessanter Punkt in unserer Geschichte. Im deutschsprachigen Raum hat man zwischen 1150 und 1450, also über 300 Jahre lang, es war ein wirklich goldenes Zeitalter, wo man die sogenannten Brakteaten hatte, also Blechmünzen. Ja. Und die wurden meistens in Halbjahresfrist verrufen. Die waren nichts mehr wert. Ja. Das hatte einen ganz entscheidenden Aspekt. Nicht bunkern. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, das irgendwo zu bunkern oder zu Wucherzinsen zu verleihen oder was, weil der andere, das ist in einem halben Jahr sowieso nichts mehr wert. Ja. Da wurde neu geprägt. Ja. Das war vom Materialwert ganz billig, ja. eigentlich nichts. Es war nur eben, okay, und der Staat, der Fürst, hat jeweils ein Viertel einbehalten. Ja. Also das heißt, wenn man konnte das dann abgeben, ja. wenn die Frist abgelaufen war, konnte man 40 Pfennig, sag ich mal, hingeben und hat 30 wieder gekriegt von dem neuen. So. Aber man wusste ganz genau, es nützt nichts, dass irgendwie da jetzt ne, haufenweise, sondern die Leute haben es dann, das war dann das fließende Geld eben. Es wurde eingesetzt, da wurden eben auch ganz viele Mäzenatentum geleistet, also durch Bau von Kirchen, von Denkmälern und so weiter und so weiter. Bevor es abgeben muss, mache ich lieber was draus. Oder eben, ich kaufe was für mich und meine Familie, baue ein Haus, irgendwas Vernünftiges, was da ist. Und erst durch die Gier einiger Fürsten in der Renaissance, die dann wirklich so über ihre Verhältnisse gelebt haben in ihren Höfen, hat das dann nicht mehr gereicht, dieses Viertel, diese 25%. Und die wollten immer mehr und immer mehr. Und dann ist das natürlich gekippt. Und dann ist man übergegangen von den Prakteaten zu dem billigen Material zum harten Geld. Ja. Also das dann Silber- und Goldgehalt. Das heißt, dann war das Geld an sich was wert. Und damit war das goldene Zeitalter des fließenden Geldes vorbei. Also mit dem Gold verschwand das goldene Zeitalter. Richtig. Das war der ewige Pfennig. Das war der ewige Pfennig. Können Sie uns den ewigen Pfennig erklären? Ja, das war Jakob Fugger der Ältere, ja. später der Reiche genannt. Ja. Der ist eben dann an den Kaiser Maximilian herangetreten und hat gesagt, das geht so nicht mit dieser Geldverrufung. Ja. Ich möchte hier eben diesen ewigen Pfennig haben, wo mein Geld ewig werthaltig bleibt. Ja, und das war eben der Beginn der Zeit, wo man dann Zinsen draufnehmen konnte, wo der plötzlich sein Geld nicht mehr im Umlauf gegeben hat, sondern in die Schatullen gepackt. Das führte in Augsburg sofort zur Verarmung, weil das Geld nicht mehr rumkam. Und wir hatten da dieselben Zustände, wie wir heute sehen. Die Materialien wurden teurer, die Arbeitslöhne niedriger und so weiter. Genau dasselbe Zeug. Man sieht es in der Kunst, wenn man die Bilder anschaut, bis 1500. 1500 war dieses Datum von dem ewigen Pfennig. Da waren die Farben leuchtend, die Gesichter fröhlich. Und wenn man eben durch so eine alte Pinakothek geht, dann sieht man, ab 1500 sind die Darstellungen ganz anders. Die Farben werden grau und die Gesichter werden verhärmt und so weiter. Also da ist was passiert vor 500 Jahren. Und diesen Zustand, den könnte man eigentlich wieder zurückführen nach 500 Jahren. Das heißt,
In dem Moment, wo man den Fluss unterbricht, also zerstört man quasi das Leben. Es ist wie wenn man eine Ader abklemmt, dann stirbt der Arm letztendlich ab. Das hat man da getan, man kontrolliert das. Ja, im Prinzip ja. Es geht da darum, dass hier ein System der Wertaufbewahrung geschaffen worden ist, das zwangsläufig dem Umlauf das Geld entzieht. Ja. Weil in dem Moment, wenn ich also Geld habe, das ich nicht sofort ausgeben kann oder muss und das zur Seite lege, dann kann es aber auch kein anderer ausgeben. Ja. Und dann fehlt es dem Umlauf. Mhm. Und dann muss ich neues Geld machen. Ja. Und wenn ich neues Geld mache, dann wächst die Gesamtgeldmenge. Ja. Und das bedeutet, es muss Inflation geben. Ja. Die Potenzierung dieses ganzen Unsinns ist dann das jüngere System, wo Geld von Haus aus gegen Zinsen ausgegeben wird von einer Zentralbank, wo man dann nach einem Jahr bereits nicht mehr in der Lage ist, das Geld, was man von der Zentralbank ausgeliehen hat, wieder zurückzugeben. Weil man das mit Zinsen zurückgeben muss. Genau. Und es sei denn, man würde das Geld selbst fälschen und sagen, hier ist es. Ja, man könnte jetzt die Zinsen zurückgeben, aber dann hätte der Geldumlauf, würde dann schon der Zinsanteil fehlen. Mhm. Also muss man die Gesamtgeldmenge erhöhen, man muss sich neues Geld leihen, um die Zinsen überhaupt bezahlen zu können. Mhm. Und das ist ein Circulus Viciosus, der eben dazu führt, wo wir heute sind. Den Zustand haben wir